Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, Herbstzeit, Winterzeit, da kann man abends mal so ein kleines Likörchen schnabulieren. Wir wollen heute einen Haselnuss-Kaffeelikör machen. Eignet sich wahrscheinlich auch jetzt, wo die Festtage bevorstehen oder wenn jemand Geburtstag hat, als kleines Mitbringsel, so in solchen kleinen Flaschen. Abgefüllt, schönes Etikett dran, kommt bestimmt gut an. Ja. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Viel Spaß. Kühnes Kochkanal. So, ihr Lieben, hier sind die Hauptzutaten für unseren Haselnuss-Kaffeelikör. Hier links haben wir Haselnusssirup, davon brauchen wir 50 Milliliter. Dann in der Mitte brauchen wir 3 Esslöffel Espresso oder Kaffeebohnen. Und zum Schluss noch mal einen kleinen Schnaps. Wir nehmen 250 Milliliter Doppelkorn. Ihr könnt aber auch Wodka nehmen. Dazu brauchen wir noch 150 Milliliter Wasser und 150 Gramm Zucker. Ja, das Wasser und den Zucker koche ich jetzt auf. Ja, das zeige ich nicht. Wir sehen uns dann gleich wieder. So. Unser Zuckerwasser ist jetzt aufgekocht, 2 Minuten. Ja, jetzt gebe ich unsere Kaffeebohnen dazu, einmal kurz durchrühren. Und diese ganze Mischung, die lassen wir jetzt auf Zimmertemperatur runterkommen. Und dann sehen wir uns wieder. So, unsere ganze Sache haben wir jetzt auf Zimmertemperatur runtergekühlt. Nee, abgekühlt hat Anne gesagt und nicht runterkommen lassen. Aber man lässt sich ja immer belehren. Jetzt kommt, jetzt muss ich vorsichtig sein, das war der Doppelkorn. Und jetzt kommt unser Haselnusssirup dazu. So, die ganze Sache verrühre ich jetzt nochmal. Und dann geht es in ein verschließbares Gefäß. Und die ganze Sache lassen wir 3 Tage durchziehen. Danach wird abgesiebt und dann sehen wir uns zur Verkostung wieder. Ja, Freunde, nachdem wir alles durchgesiebt haben, einmal hat gereicht durch ein ganz feines Sieb, haben wir dieses Ergebnis. Also von der Farbe her schon mal super. Verkostet haben wir natürlich auch schon. Sag mal, die Mengen, die wir angegeben haben, könnt ihr auch unten in der Infobox noch nachlesen, reichen vollkommen aus. Zuckergehalt, okay. Wer es ein bisschen schärfer braucht, macht noch ein bisschen Wodka oder halt hier diesen Doppelkorn rein. Also für uns ist der eigentlich ideal. Müsst ihr sehen, in diesen kleinen Flaschen oder gibt ja noch andere, abgefüllt. Die habe ich noch nicht abgefüllt. Kommt aber noch. Eignet sich wunderbar als Geschenk, denke ich mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr unten rechts immer. Würde uns sehr freuen. Ja, und uns würde es noch mehr freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch und tschüss. Kühnes Kochkanal.